habe ich jetzt, hier habe ich noch Leaves aufgesammelt, die können wir gerade auch gebrauchen, um mir hier den Weg weiter ein bisschen auszubauen. Nehmen wir auch direkt wieder welche von hier. Und dann gucken wir uns jetzt mal um. Ah ja, schön, guck mal. Das ganze Dschungelgebiet ist da. Hier ist der Wald noch und hier ist der Dschungel. Ist man ziemlich am Rande des Dschungels eigentlich. Und dennoch kann man da gut dann hier sich nochmal was aufbauen, denke ich, oder? Wenn wir die beiden dann hier als Plattform nehmen. Ich denke, da kann man was mit anfangen. Oder? Ich denke doch schon. Aber dann machen wir das auch so, dass... Hier ist doch... Gibt es doch Zwischenebene bei diesen Bäumen. Ups, einmal hier runter. Aua. Genau. Diese beiden Bäume, die haben ja schließlich hier diese Zwischenebene. Ich fände es viel cooler, wenn aus der einen Station oben dann trotzdem noch der Baum weiter rausragt. Das heißt, wir werden auf dieser Ebene hier unsere Station errichten. Und dann haben wir so ein bisschen so wirklich in den Baumwipfeln. Also das heißt, dass da wirklich der Baum noch weiter durchgeht. So, erstmal das. Dann nochmal eben schnell ein Stück essen, wa? Und dann machen wir uns doch mal gleich noch eine Werkbank. Die werden wir doch bestimmt brauchen. Stellen wir erstmal dahin provisorisch. Und machen uns auch provisorisch ein Bettchen, was wir auch erstmal daneben stellen und pennen gehen. Damit ihr dann am nächsten Tag, das heißt in frischer, da seht ihr mal, damit ihr dann viel besser hier alles mit mir zusammen beobachten und erkunden könnt. So, dann gehen wir jetzt nochmal, aber würde ich sagen, den Baum eben hoch. Wo komme ich denn da? Da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Nee. Warte. So. Ja, das war jetzt ein bisschen die Schere, die ist ein bisschen sehr schnell, wenn man... Da. Das ist das, was ich meinte. Seht ihr, da ist halt der normale Wald noch, also kommen wir von... Moment, da ist der Strand. Von da vorne, da ist dann irgendwo unser... Da. So. In der Richtung ist dann unser normales Dörfchen. Und hier haben wir dann diesen Dschungel. Den wir natürlich dann auch noch ausreichend erkunden können demnächst. Und dazu würde ich fast auch sagen, dass wir dann einige Häuser so immer so auf den Bäumen oben drauf oder so machen, wo dann so von Baum zu Baum, ja, dass sich so eine Dschungelstadt dann hier auch ergibt und sich dann nach und nach alles in den Baumwipfeln abspielt. Denn schließlich haben die Einwohner dieser Stadt, sagen wir mal, Respekt und Furcht vor den Monstern, die auch in der Nacht so hier rumlaufen. So, runter. Gut. Machen wir das so, würde ich doch sagen, ne? Und dann bauen wir hier erstmal jetzt zwischen diesen beiden Bäumen eine kleine Plattform auf. Dabei lasse ich natürlich von da aus, wo wir gerade eben hochgekommen sind, muss ich jetzt gucken, wo die Lianen so weit... Wo war das? Von der Seite aus? Kann das sein? Ja, da ist die Fackel. Dann lasse ich natürlich den Aufweg auch, dass man immer noch mit den... über die Lianen hier hochkommen kann. So. Machen wir das hier hin und dahin. Und... Ups. Erstmal jetzt irgendwie darüber kommt zu dem anderen Baum, dass man da auch wirklich eine Verbindung hat. Ja, das war wieder ganz toll. Schon fällt mir auf, ich brauche weitaus mehr Gestein. Also nach und nach brauchen wir den eh, ne? Weil ihr habt ja gesehen, wie ich den Weg bauen will, der dann da hinführt und so, aber naja,
also auch für dieses, erstmal für die, sag ich mal, Presets, die wir hier jetzt gerade mehr und minder bauen, brauchen wir auch eine ganze Menge Stein. So, nehmen wir hier die Schere nochmal für, machen wir eben das Gestrüpp hier weg. Das war super intelligent. Ich hatte ja zum Glück nur 25 Level, ey. Oh, das ist super gut, dass wir... Stimmt, wir waren hier ja noch schlafen. Na komm, hangel dich ruhig runter. Was will die Spinne mir denn bitte? Ey, Alter, wir sind... Bist du blöd? Lass mich gefälligst in Ruhe, du Idiot. Idiotenspinne. Schnell die Hacke nehmen. Ich verprügel dich mit einer Hacke. Naja, das muss man... Also, ganz im Ernst, da hätte ich mit rechnen müssen, dass wenn wir die ganze Zeit da oben drauf rumspielen, dass man da dann halt auch runterfallen kann. Gerade wenn man so super vorsichtig arbeitet wie ich ständig. Naja, passt schon. Die Level kriegen wir auch wieder. Ganz im Ernst. Ist nicht so traurig jetzt. 25 Level. Wobei, naja, da hätten wir schon mal wieder was mit verzaubern können und so. Schon ärgerlich. Doof. Komm, dafür muss das Skelett jetzt sterben. Das ist ja eigentlich eh schon tot, oder? So. Didim. Naja. Ja, blöd. Blöd. Liegen hier noch irgendwo Sachen von uns? Ich sehe gerade nichts. Hier haben wir den Stein. Gut. Bla, 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 bla. Das kann nach da. Wo ist denn? Da geht's nach oben. Nee, aber wir gehen lieber den anderen Weg nach Hüpf, Spring, oben. Und hier baue ich noch gleich ein paar Lianen an den... So, machen wir das mal voll, damit das hier ein bisschen schicker aussieht auch. Na komm, so ist schön. Naja, hätten wir natürlich mit rechnen müssen, dass wir da runterfallen. Also ich, ne? Der Hempel hier. Aber nun ja. Ich schneide das einfach so elegant, dass man das nicht sieht. Haha. Was ist das? Ich hab... Iron Pickaxe. Irgendwas ist gerade mit den Texturen wieder falsch. Ich wette, das liegt aber daran, dass... Shares. Siehst du da? Ich wette, das liegt daran, dass ich noch nicht geupdatet habe. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. So, und jetzt habe ich schon keine... Steine mehr davon. Nun ja. Nehmen wir das mal weg und das mal weg. Hier so ein bisschen. Dann mache ich am besten, dass man hier so hoch kann. Ja. Und dann gucken wir jetzt mal. Warte. Das hier will ich noch so ein bisschen weg haben. Und das demnach auch. Okay, tschüss Holz. Jetzt muss ich echt gucken, welche Wegpunkte wir nehmen. Weil das würde ich dann jetzt gerne schon direkt machen. Welche Wegpunkte wir nehmen, um dann hier hinzukommen. Da ist der Strand. Das heißt, in diese Richtung. Wird schon wieder dunkel? Can only sleep at night. Los. Das heißt, in diese Richtung dann da vorne irgendwo, ja, es wird gerade wieder dunkel, werden wir dann irgendwo, da müsste unser Boot stehen. Echt? Da müsste unser Boot stehen. Dann werden wir halt in die Richtung irgendwo die erste Säule errichten, wo dann halt unsere Schienen drauflaufen können. Machen wir jetzt direkt mal.
Man, das Dschungelwood ist so cool, ne? Weil das so dunkel ist. Da kannst du so geilere Sachen mitmachen, mit dem dunklen Holz. Es gibt ja irgendwie 4 oder 5 verschiedene Arten von Helligkeit vom Holz bei Minecraft. Ups, wupp, wupp. Würde ich sagen, warte, wo könnte denn die erste sein? Das soll da, darf natürlich nicht zu weit entfernt sein. Ich bin schon überlegen, wo denn jetzt? Ich glaube hier so, wenn das hier rausragt. Machen wir das mal ein bisschen hier weg. So. Die nehmen wir dafür mit. Und dann bauen wir uns jetzt, wie wir das ja schon mal drüben gemacht haben, so einen Stützpfeiler. Ups. So. Und dann halt, Moment, wo habe ich's? Da nehme ich jetzt das Holz für. Wo ist die? Da drüben ist die Bahn dann. Okay. Kann ich von hier aus irgendwo rüberspringen, damit ich mich nicht direkt wieder selbst ermorde? Ich glaube, wenn ich da drauf springe, geht das noch. So. Oder ich mache vorerst erstmal so. Moment. Wupp. 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 Ja. Schön. Dann machen wir hier so den ersten Pfeiler hin. Und dann fährt natürlich die Bahn, die fährt dann hier irgendwo durch und weiter und weiter und weiter. Hast du nicht gesehen? Hier ist der Strand, gut. Das heißt, ich würde sagen, die macht auch kurz vor dem Strand. Ja, hier drüben ist der, dann ist da der Pfeiler. Das ist ein gutes Sichtmerkmal gerade auch. Würde ich sagen, ist hier noch eine. Hier noch so ein Pfeiler. Ach, Moment. Nehmen wir die Scheren da jetzt auch immer für. Weil die Leaves, die können wir, also hier die Blätter, die können wir später bestimmt ab. Entschuldigung, für irgendwas gebrauchen. Ich denke, gegessen. Machen wir so ein bisschen massiveren Block aus. So. Aus 2 Lagen Kobbel. Und dann, wie hoch ist es da hinten? Ja, fast genau so hoch. Genau, dann würde die Bahn hier so durchzischen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das heißt, als nächstes müsste die wieder da reinlaufen und dann da lang. Richtig? Richtig. Aber dafür sollte ich jetzt erstmal irgendwo pennen gehen, sonst werden wir gleich von den Monstern überrascht. Was natürlich suboptimal ist. Kann ich hier runterkommen, ohne zu sterben? Ich wahrscheinlich nicht. Ah, warte, warte. Doch, so, das, doch. Ah, das geht. Los, ab ins Bettchen! Huhu! Ich mach hier noch eine Fackel hin. So. Oh, und das Essen sollten wir gleich auch, sehe ich gerade. So ein bisschen hier Abenteuer-Mode mit Monstern und so ist natürlich ganz schön. Ne, auch mal wieder sozusagen. Aber die Sache ist einfach die, dass man da auch gerade auf normal dann ja auch ständig viel mehr... Oh, warte mal. Hier muss ich auf jeden Fall eine Fackel machen. Nicht, dass wir plötzlich irgendwie Creeper hier oben haben. Das wäre dann... Fell from a high place. Ja, genau. Vom Himmel. So, da lang. Das ist das doch. Ich denke mal, das wird auch eine ziemlich coole Aktion werden. Generell, wenn das dann irgendwann fertig ist und wir dann mit der Bahn hier lang schippern können, also mal eben lang fahren können, um uns da neue Ressourcen. Du wolltest noch was essen. Um uns noch neue Ressourcen zu verschaffen. Ja, genau. So. Und so weiter, mehr und mehr dann hier unsere
Minecraft-Welt erkunden. Ich denke, das ist... Und dann wollte ich jetzt von hier aus in die Richtung latschen. So, wo ist das? Da ist da hinten. Das müsste... Das ist, glaube ich, genau dieser Baum. Das heißt, hier diese Linie.